Wenn die Winterpause vorbei ist und es endlich wieder losgeht, weiß man, die heiße Phase ist nicht mehr weit entfernt. Und auch im SBV-Rothauspokal geht es endlich wieder los. Die Viertelfinals stehen an und hierfür sind wir in Lahr. Der heimische SC empfängt den FC Denzlingen. Die beiden Verbandsliga Südbaden-Rivalen schenken sich hier von Beginn an nichts. Das ist der FC Denzlingen in Rot gekleidet. Kevin Bernauer legt an der Grundlinie zurück und findet somit Jedmir Koray im Rückraum. Viel Dampf dahinter, aber auch zu viel Schnitt zirkelt den am Lattenkreuz vorbei. In der Liga trennten sich die beiden mit 0:3 hier in Lahr. Das war bereits am dritten Spieltag. Das Rematch folgt am nächsten Wochenende. Das nenne ich mal einen effizienten Vorbereitungsplan für die Trainerteams. Artistischer Versuch davon. Violant Kerelei trifft den Ball aber nicht. Chancen sind hier bisher rar gesät. Das liegt vor allem daran, dass beide Teams defensiv wenig anbrennen lassen. Doch dieser freche Pass in den Lauf von Simon Walter, der ändert das jetzt. Setzt da noch einen Haken. Das muss es doch sein. Doch auch der zweite Versuch findet nicht seinen Weg ins Tor. Lahr wirft sich mit allem, was sie haben, in den Ball. Gegen Ende der ersten Halbzeit erspielt sich der FC Denzlingen hier so langsam ein Chancenplus. Vor allem dann, wenn sie mit richtig Tempo kommen. Wieder ist es Walter, der hat den Kopf oben, schiebt ihn in die Mitte und Anes Frazalika, der schiebt ihn aus kurzer Distanz drüber. Das wird ihn ärgern. Von dieser erneut sehr knappen Nummer wachgerüttelt kommt jetzt auf einmal der SC Lahr besser rein ins Spiel. Martin Wäschle legt sich hier den Ball etwas zu weit vor. Immer noch dieselbe Spielminute. Yannick Brito macht das da stark. Kerelei löffelt ihn rein und da ist der nächste gute Abschluss. Lahr wieder voll im Saft. Darauf beginnt hier eine heiße Phase, in der es viel von Box zu Box geht. Der Siegtreffer liegt quasi in der Luft. Die Hausherren in Blau, robust durch das Zentrum. Flanke rein und wumms, da ist das Tor. Dennis Häusermann semmelt den Volley in die Maschen. Riesenjubel beim SC. Hier rollt dann auch schon die Wiederholung. Die Flanke kommt hoch auf den zweiten Pfosten und dann ist das ein Träumchen. Tolle Kontrolle von Häusermann. Denzlingen will natürlich den schnellen Ausgleich, vielleicht ja per ruhenden Ball. Das gibt's doch nicht. Die FC-Fans, die schauen verdutzt auf ihr Ticket, für welchen falschen Film sie denn da bezahlt haben. Der nächste Hochkaräter fliegt über das Tor. Doch manchmal, da hast du eben so Tage, wo nichts zusammenläuft. Nachspielzeit, Lahr macht hier den Deckel drauf. Janos Bologna tütet den Halbfinaleinzug ein. Ein aufregendes Viertelfinale unter Liga-Rivalen. Die Chance zur Revanche für Denzlingen kommt ja bereits am Wochenende. So, hier kommen noch die Stimmen für euch zum Spiel, präsentiert von Rothaus. Ich denke, dass wir das Spiel heute verloren haben, weil wir in der ersten Halbzeit nicht schon den Sack zumachen, mit 2-3-0 führen müssen. Dann kommen wir aus der Halbzeit und dann waren wir völlig zerfahren, haben zerfahren gespielt, haben es nicht geschafft, uns wieder die Torchancen zu erarbeiten, haben im Zentrum dann keine Hoheit mehr gehabt und dann ist hier auf schwerem Geläuf natürlich schwierig. Wir haben heute eine super erste Halbzeit gespielt, Verbandsliga tauglich, eine schlechte zweite Halbzeit gespielt, meiner Meinung nach trotzdem unverdient verloren hier. War meiner Meinung nach ein typisches Spiel für eine Verlängerung und ja, muss man leider hinnehmen, so ist es. Zweimal heim mit leeren Händen ist natürlich schade, weil wir ins Halbfinale wollten. Ja, zuerst mal sind wir sehr froh, dass wir das Halbfinale erreicht haben in einem sehr, sehr schweren Spiel gegen einen starken Gegner. Die erste Halbzeit ging mit Feldvorteilen an die Gäste aus Denzlingen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen was verändert, sind ein paar Meter weiter nach vorne gegangen, weil wir einfach mehr Druck ausüben mussten, um den Gegner nach hinten zu drängen. Das haben wir geschafft. Und ich denke, mit dem Tor dann, mit der Führung im Rücken, hat der Gegner dann die Räume geöffnet. Und somit war dann ist der zweite Treffer gefallen. In der Summe ein toller Sieg, ein enges Spiel gegen einen sehr, sehr guten Gegner. Und jetzt sind wir im Halbfinale und sind überglücklich.